Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin's, euer Henri. Ja, und wir schauen zu Beginn in dieser Folge auf unseren Balder, der ja wahrlich gezeichnet ist. Wir sehen, er ist jetzt einbeinig. Ja, wir erinnern uns, sein Hofarzt, der eben kein wirklich guter und ausgebildeter Arzt ist, meinte, seine Erkältung mit einer Beinamputation behandeln zu müssen. Außerdem ist er sowieso krank. Und jetzt auch noch eben durch diese Amputation schwer verwundet und steht dem Tode nahe oder an der Schwelle des Todes. Da dürfen wir gespannt sein, wie es weitergeht und ob unser Balder sich davon nochmal erholen kann. Außerdem ist gerade hier Schnee und eiskalter Winter im Königreich. Genau, Tokaja einkerkern wollten wir jetzt nicht. Schauen hier nochmal auf den Kaiser, der vielleicht, wenn unser Balder sich jetzt nochmal erholt, dann irgendwann nochmal wieder vielleicht auch Ziel eines Krieges sein könnte. Aber zuerst einmal schauen wir uns eine neuartige Herausforderung an. Cool. Ich sage doch nur, König Balder, dass das Skifahren auch ohne eine damit verbundene Jagd Freude bringt. Es sollte nichts Ungewöhnliches sein, es allein zum Vergnügen zu betreiben, anstatt dabei immer auf einen Nutzen zu pochen, erzählt Arne mit leiernder Stimme beim Nachtmahl. Na, lernen wir hier jetzt gerade den Ursprung des Biathlon kennen oder des Langlauf und des Biathlon? Ich habe das Gefühl, als stecke ich schon mein gesamtes Leben in dieser Unterhaltung fest, der des Mannes. Dieser Mann ist wie besessen. Wir sollten es einmal versuchen. Nun, da der Schnee hoch und frisch ist, nicht weit von hier ist ein großer Hügel. Ich wette, ich kann seinen Fuß vor euch erreichen. Und so dass wir beide dennoch viel Freude haben werden. Also es geht hier um Abfahrtski. Sehr, sehr cool. Ja, das ist halt auch, wenn ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, dann schaut da gerne nochmal rein. Da bin ich jetzt auf dieses neue Flavor Pack Northern Lords so ein kleines bisschen eingegangen und auf den Patch 1.3. Und das zum Beispiel ist auch garantiert ein Event, was jetzt eben Teil jetzt dieses Flavor Packs gewesen ist. Sehr, sehr cool. Wir lernen hier den Ursprung des Skifahrens kennen. Wie ungewöhnlich die Wette gilt. Vielleicht könnte ich einen kleinen Vorteil gebrauchen. Seine Ränkespielherausforderung oder ein Wettlauf auf Skiern, ohne dabei irgendwen zu jagen, klingt langweilig. Ja, also einbeinig und krank und verwundet ist Skifahren vielleicht sowieso keine gute Idee, aber ich denke, ein Wettlauf auf Skiern, ohne dabei etwas zu jagen, das klingt langweilig und das klingt auch ganz nach unserem Balder. So, wie läuft denn hier dieser Befreiungskrieg derweil? Oh. Der scheint schon sehr zum Vorteil des schwedischen Königs zu sein. Ja, der scheint da nicht von Erfolg gekrönt. Schade, dass die. Ja, und wir konnten Birgitta nicht beeinflussen. Naja, da wo wir jetzt uns von der Verletzung erholen müssen, kann das sein. Aber, ha, Balder, sein altes Ich. Als ich heute Morgen erwache und die Sonnenstrahlen sah, die durch mein Fenster hereinfielen, ja, und das wird vielleicht auch schon wieder Frühling, wurde mir erst nach einem kurzen Augenblick bewusst, dass ich das erste Mal seit Wochen ruhig geschlafen hatte. Ich war nicht einmal hustend aufgewacht. Also, krank ist er schon mal nicht mehr, aber er ist immer noch verwundet. Und ja, das einbeinig wird er auch nicht mehr loswerden. Es geht um das Abstimmung des Enkels. Ich würde sagen, das soll heißen die Abstammung des Enkels. Kann das sein? Dass meine Tochter Christina ein Kind aus einer, sündigen Vereinigung unter ihrem Herzen trägt, ist kein Geheimnis. Schließlich ist sie keine verheiratete Frau. Und dennoch zu wissen, dass mein Champion Thorfinn der Vater des Kindes ist.
Wie konnte er meine Tochter nur in diese Situation bringen? Tja, unsere Tochter, Prinzessin Christina. Sie war ja schon mal verheiratet, hallo? Können wir nicht zurück zu ihrem ersten Mann? Nee, irgendwie nicht. Also sie war offensichtlich schon mal verheiratet, aber naja, das können wir jetzt hier nicht erkennen, wer ihr erster Mann war. Und Thorfinn, er ist ein Höfling von Graf Matschei. Mhm. Aber können wir jetzt hier eine Heirat arrangieren? Wenn, ich meine, tja, wie konnte sie uns in diese Situation bringen? Aber da muss sie jetzt halt, ich meine, ist ja wohl klar, Christina. Matrilinear, dann wird das Kind wenigstens ins Haus geboren. Dann müssen die beiden das auch offiziell machen. Dann müssen sie eben heiraten. Genau, Tochter Christina und mein Stiefvater, ach, sein Stiefvater ist das, gehen den heiligen Bund der Ehe ein. Ach, hier oben in Herdal ist er. Ach, Moment. Ach so, jetzt sagt der Stiefvater, weil sie schon... Weil sie jetzt sozusagen verheiratet sind und Christina ist seine Mutter. Deswegen bezeichnet er ihn jetzt schon vor der Hochzeit als Stiefvater. Also, jetzt ist hier Thorfinn sein Stiefvater, weil Christina, unsere Tochter, seine Mutter ist. Mei, oh mei, manchmal ist es aber auch. Der ist Bruder von der Schwägerin des Bekannten, der Nachbarin aus Södermannland. Ja, und dann überlegt euch mal, welche Auswirkungen das auf die Erbfolge hat. Und der nächste, die bambergische Eroberung von Nürnberg. Und ein weiteres Kind. Ja, unser Sohn Sölve mit Ute von Steinfurt. Ja, die Besessene. Was ja auch nicht so ganz so ausgegangen ist, wie wir uns das erhofft hatten. Naja, sie haben eine Tochter, die sie Sarah nennen möchten, dann tut das doch gerne. So, und jetzt geht es hier um die Eroberung von Nürnberg. Hat der hier etwa... Ach, tatsächlich. Nürnberg ist samisch. Mein Gott, wie kommt er denn dazu? Ah ja, wir können den nächsten Vorzug wählen. Jo, und unser Balder kann den Schritt machen zum Aufseher. Das bringt ihm Kriegsführung plus 2, Verwaltung plus 2, was auch nicht schlecht ist. Und Kontrollzuwachs plus 50%. Führung, eine feste Hand und Autorität sorgen dafür, dass Widrigkeiten ordentlich beseitigt werden. Ja, passt vielleicht irgendwie ganz gut. Jetzt, nachdem er nicht mehr... Ich meine, Balder hat ja Zeiten seines Lebens oftmals fast einen Krieg nach dem anderen erkämpft. Jetzt, wo das nicht mehr der Fall ist, passt vielleicht auch dieser Aufseher ganz gut, dass er nicht mehr irgendwie in erster Reihe mitkämpft, sondern ja, so ein bisschen einen Schritt zurück macht oder so ein kleines bisschen mehr sich das Ganze aus einer Hubschrauberperspektive anschaut. Ja, jetzt stelle ich mir nur die Frage, passt es dann hier galant, also in die Richtung weiterzumachen, Hof machen, ritterliche Vorherrschaft niemals aufgeben, vielversprechende Aussichten? Ja, doch. Ich denke, unser Balder wird hier auf diesem Kriegsführungslebenswandel-Fokus bleiben. Er ist einfach von der Persönlichkeit so extrem danach ausgerichtet. Und jetzt in seinen späten Jahren noch da galant zu werden, ja, sich vielleicht in Richtung eines Art Ritters, sagen wir mal, auch wenn es das jetzt hier so bei unseren Nordmännern, nennen wir es einfach, einen alten, angesehenen Krieger zu entwickeln. Das passt vielleicht ganz gut, bleiben wir da einfach. Und unser tugendhafter Tempelgode oder ein tugendhafter Tempelgode wird gefeiert. Sehr gut.
Und hier melden sich die Bauern an den unerträglichen König Balder. Viel zu lange unterliegen wir schon euren unterdrückerischen Gesetzen. Das ist vorbei. Wir haben euch genug Steuern gezahlt. Sobald eure Schatzkammern und eure Vorratskammern leer sind, werdet ihr euch noch wünschen, uns gerechter behandelt zu haben. Meldet sich Anführer Magnus vom Bauernaufstand. Auch cool, auch hier die Bärte und so. Es ist auch neu. Sehr, sehr geil. Auch hier, ach, wie gemütlich einfach hier dieses Feuer, hier zu sitzen, mit den Männern Met trinken. Das Met läuft durch die Bärte, lachend, singend, Geschichten erzählend. Ich finde, da kommt so viel mehr, ja, Nordmannen-Wikinger-Atmosphäre rüber. Richtig, richtig geil. Finde ich richtig, richtig gut. Also, niemals. Das wird unser Balder nicht zulassen. Also, sie beginnen einen Krieg. Achso, jetzt Krieg läuft schon. Mit wie vielen sind sie denn da unterwegs? Naja, immerhin 2500 Mann. Wo sind sie denn noch? Ah, hier unten. Okay, okay. Gut. Dann werden wir aber trotzdem unseren Sammelpunkt hier verlegen. Hier alle ausheben. Dann sind das schon 2500. Nehmen wir ein paar Aufgebote mit dazu. Dann können wir das Sammeln auch schon beenden. Ich denke, das sollte auch hier die Bilder, oder? Ist doch auch anders. Sieht doch auch Wikinger-mäßiger aus. Ja klar, hier. Sehr, sehr cool. Ja, auch so Kleinigkeiten, so Details, die jetzt verändert worden sind. Richtig, richtig cool. Also, wen haben wir hier als Anführer? Ja, das kann Skjalg machen. Wie gesagt, vielleicht ist Balder einen Schritt zurückgegangen und gegen die Bauern. Das ist, glaube ich, auch ein Krieg unter seiner Würde. Den muss er nicht unbedingt selber führen. Die Modelle sehen doch auch anders aus, oder? Er hier sieht doch auch Wikinger-mäßiger aus. Ja. Ah, und unser Balder ist auch nicht weiter verwundet. Sehr, sehr gut. Ja, Kontrolle. Sind wir noch irgendwo am Kontroll erhöhen? Was macht unser Rat? Ah, auch hier haben wir ja noch gar nicht reingeschaut. Guckt euch das mal an. Geil. Auch das sieht ganz, ganz anders aus jetzt. Sehr, sehr cool. Ah, gut, die Kontrolle kam jetzt 9 Monate. Das kam durch... Wobei, wo ist die Kontrolle? Das ist doch so wild. 75. 2,7 pro Monat. Nee, dann bleibt mal hier. Das tut sich, glaube ich, von alleine auch fast wieder. So, dann ziehen wir hier hin, nehmen uns die nächste kleine... Und dann hoffe ich mal, dass die hier einfach bleiben und dann die Armee nicht... Ah, jetzt flüchten sie schon. König Fiel von Finnland hat den Krieg verloren. Tischwinische Eroberung von Novgorod. Hatte er da etwa auch noch wieder Besitztümer? Naja. So, wahrscheinlich kommen wir hier jetzt zu spät. Das werden wir nicht schaffen. Da werden sie auf den Schiffen sein, oder? Ja, uns wird schon gar keine Schlachtprognose mehr angezeigt. Ja, dann können wir da, glaube ich, auch umkehren. Können wir schon sehen, wo sie hinwollen. Wollen sich hier vereinigen? Vielleicht. Gut, dann müssen wir darunter marschieren. Verbündete brauchen wir nicht. Die Schlacht brauchen wir uns auch nicht nochmal im Detail anschauen. Und hier ist auch erstmal nichts Neues dabei. Okay, also, hier sind es jetzt 1800 Bauern. Das sollte auch kein Problem sein. Auch hier, geil, oder? Schaut euch das an. Zum Teil haben sich auch hier Wappen oder... Die Wappen der Häuser nicht, aber hier von den Herzogtümern und den Regionen haben sich die Wappen verändert, zum Teil, wenn ich das richtig sehe. Auch sehr cool. Ach, hier auch bei uns. Schaut euch mal an. Das Königreich Norwegen. Schaut euch mal an, wie das Königreich Norwegen jetzt aussieht. Und da schauen wir uns doch dann zum Beispiel mal Viken, ja. Viken sieht auch ganz anders aus. Das war vorher, glaube ich, dieser Bär. Jetzt ist es diese... Ja, sieht so ein bisschen anders aus. Das finde ich ganz cool, wobei ich den Bär eigentlich auch ganz cool fand. Das Norwegen... Na gut, es ist aber auch... Ist irgendwo dieser Knoten ist, glaube ich, ein nordisches Symbol.
Sieht man öfter mal so in verschiedenen, ja, nordischen, ja, so Armbändern oder auch so heute noch, die dann irgendwie so nordisch aussehen sollen, findet man das auch noch ganz, ganz oft. Cool. Oh, und wir haben wieder hier auch Schnee. Also wir haben wieder. Hat er jetzt gerade? Hat er gerade geerbt? Kann das sein? Ich glaube ja, oder? Wurde in der Schlacht erschlagen. Das war vor 7 Jahren. Nee, weiß ich nicht ganz genau. Aber hier tatsächlich, das hat er geschafft, diese Nürnberg zu verteidigen. Naja. Ja, aber hier haben wir jetzt auch wieder Schnee und wir haben aber hier normale Winterhärte und hier auch normal die Versorgungsschwelle da sehr, sehr hoch. Weiß nicht, ob sich das auf die Bewegungsgeschwindigkeit noch auswirkt, kann ich mir vorstellen. Jetzt minus 1 tatsächlich. Führt eigene Truppen. Okay. Und damit ist dieser Krieg auch beendet. Er weiß, wann er besiegt ist, wurde aufgelöst und dann sein Anführer eingekerkert. So sei es. Dann können wir unsere Armeen auflösen. Ja, und wir schauen mal gerade hier auf die Kulturen. Wir können jetzt hier tatsächlich auch Dinge aus dem Frühmittelalter auswählen. Eben durch unsere feudale Struktur. Aber ich glaube, unser Balder interessiert sich hier für die Hirden und wird das auch erstmal beibehalten. So, die Fraktion hat sich aufgelöst und jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir hier mit unserem Bauern? Also er ist in der Schlacht verwundet worden. Unser Balder, ja, weiß, er ist ein gerechter, ehrgeiziger, ungeduldiger Typ. Aber mittlerweile, naja, unser Balder ist König und wir haben hier einen Bauernaufführer. Ich glaube, da kann es am Ende nur ein Ergebnis geben. Aber erstmal geht es darum, hier bei der Beeinflussung von Herzogin Birgitta aufs Ganze zu gehen. Ich lese den letzten Brief, den meine Vasallin Herzogin Birgitta mir geschickt hat, und lächle. Zumindest scheint sie mich jetzt in einem besseren Licht zu sehen. Obgleich dies ein Erfolg ist, bin ich doch versucht, diese Gelegenheit zu nutzen und zu versuchen, ihr noch näher zu kommen. Also, dann werde ich mal meine Fähigkeiten im Bereich der Diplomatie auf die Probe stellen. Oder das wird Torborg für mich erledigen. Unsere Frau, naja, die tatsächlich eine bessere Diplomatin ist, oder dieser Sieg genügt mir. Na, da denke ich doch mal, können wir doch unsere Frau schicken, vielleicht so von Dame zu Dame kann sie das da besser vermitteln als wir. So, ehrfürchtig. Oh, guck mal, und jetzt setzen wir tatsächlich Frömmigkeit ein. Also, für diese Hinrichtung ist es jetzt auch nicht mehr so, dass wir Frömmigkeit bekommen oder dafür, sondern tatsächlich Frömmigkeit einsetzen müssen. Und 100, puh, ist schon ganz schön viel. Ganz schön viel. Können wir dann nicht im Zweifel einfach den guten Mann in den Kerker verlegen und dann ist es erstmal sein Problem. Vielleicht notwendiges Exempel zu statuieren. Schauen wir mal. Und unser Druckmittel gegen Bord Smör läuft bald aus. Er ist so eine Reichsgode und auch, ja, Mann unserer Tochter. Und er hält den Tempel von Schrings, oh Gottes Willen, Skiringssaal, okay, dann geht's, wenn man es einmal geübt hat. Ja, ich glaube, das ist ein zufriedener Planer. Ich wüsste jetzt auch nicht, wofür wir es einsetzen sollen.
denke, das passt. So, Schweden mittlerweile wieder im Frieden und verbündet hier mit Häuptling Artju. So, ist dieser Krieg dann schon beendet? Nee, der läuft noch. 20% nur ist das Druckmittel ausgelaufen. Das hätte ich schon eindeutiger erwartet. 5000 gegen 1900. Er hat nicht mal mehr Verbündete. Ja, eigentlich dürfte er da keine Chance haben. Hier seht ihr auch ein anderes Wappen. Auch cool. Ich denke mal, mit einem Auge wird unser Balder hier schon mal Richtung Schweden schielen. Sogar ein Theologe. Aber fettleibig. So, was können wir denn? Ach, guck mal, Herzog. Okay, schauen wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Aber erst geht es um Ruhmsucher. Die Tavernen von Ranariki haben unlängst einen regen Zulauf an ruhmsuchenden Kriegern erfahren. Unter ihnen ist eine Gruppe alter und schlachterprobter Veteranen, Huskarle, die nach einem neuen Herrn suchen. Außerdem gibt es eine ganze Schar begeisterter junger Männer, die ununterbrochen davon reden, Ruhm an fremden Ufern finden zu wollen. Vielleicht sollte ich versuchen, einige von ihnen anzustellen. Ja, schaut, auch das sehr cool, ein neues Event aus unseren Northern Lords oder extra hier für unsere Nordmänner. Also, ich bringe die Huskarle in meinen Haushalt, kostet uns 225 Gold. Ihr haltet eine 175 Mann starke Armee in Elfin. Okay, sind das dann so zusätzliche Aufgebote oder werden im Nachfolgefall dann entlassen? Naja. Oder wir können die jungen Männer anwerben oder Zeit, den Bierpreis zu verdoppeln. Also wir können jetzt auch einfach ausnutzen, dass wir hier, dass die Tavernen voller durstiger Männer sind und können die Bierpreise verdoppeln. Daniel wollte Balder gerade ein bisschen Geld ansparen, um für seinen Krieg. Kann jetzt hier aber auch neue Männer anwerben. Ja, kommt also. Er wird dann natürlich die alten, erfahrenen Kämpfer, die Huskarle, bevorzugen, nicht diese jungen Männer hier, die noch Eierschalen hinter den Ohren haben, sondern unser alter Haudegen Balder wird natürlich diese alten Haudegen, die Huskarle, auch entsprechend bevorzugen. Huskarle sind zähe Frontkämpfer, die schwächeren Truppen eine Menge Schaden beibringen können. Ja, viel muss er dafür investieren, aber dafür bringt er die Huskarle in seinen Haushalt. So, und jetzt bin ich mal gespannt, sieht man das hier irgendwo? Sind das so eine Art Söldner? Ah, nee, hier, guckt mal. Angegraute Veteranen. Sehr geil. Ein Kriegsvolk. Die wir auch hier einzeln ausheben können. Ja, sehr cool. Sondersoldaten. Ja, geil. Genau. Tolle Mechanik, wie ich finde. Zudem haben wir unseren Kriegerorden auch. Cool. Ja, was nicht so cool ist, dass die tatsächlich jetzt doch relativ teuer waren. Und naja, unser Balder kann auch nicht mehr plündern gehen. Und jetzt steht auch der Winter vor der Tür. Wir haben hier schon zum Teil, hier stand zwar schon milder Winter. Ich denke, wenn er hier sich den nächsten Krieg anschaut, dann vielleicht klug im nächsten Frühjahr. Auch cool, wie das hier so langsam einschneit.
Schauen hier nochmal auf den Krieg. Immer noch 20%. Ja, die kommen nicht so richtig voran. Was ja auch so einige unabhängige Reiche schon wieder gibt. Ein unabhängiges katholisches Reich. Hier ein unabhängiges altasiatruisches Reich samischer Kultur. Der auch in einen Krieg mit verwickelt ist. So, und Herzog Mako hat einen Krieg gewonnen. Braunschweigische Eroberung von Stendal. Ja, das ist auch hier irgendwo. So, dann nutzen wir das aber. Schauen doch nochmal jetzt gerade auf die. Nein, hier wollte ich hin. Auf die Kriegsgründe. So, Herzog Gutleik hat tatsächlich einen Anspruch auf das Königreich von Schweden. Er würde dann den umkämpften Titel bekommen. Und erhält das Kaiserreich von Schweden. Ich glaube, das kann aber nicht. Das kann nicht der Wunsch unseres ehrgeizigen Balder sein, denn damit hat er sogar einen höher gestellten Rang und er will ihn selbstverständlich als Vasallen behalten. Kann man hier das Ziel noch ändern? Genau, es ginge auch Ansprüche hier auf einzelne Grafschaften, die nämlich zu Uppland gehören. Also auch das wäre ein möglicher Kriegsgrund oder Ansprüche von Graf Chalmar. Hier ging es auch um zwei Grafschaften, Kinder oder Orland. Wo ist Orland? Hier die Insel. Also, ein von diesen beiden Ansprüchen wird es sein. Allerdings bestimmt nicht der auf das Kaiserreich Norwegen. Ja, und hier bin ich mal gespannt. Ich glaube, weil er ist altasatruisch, da weiß ich nicht, ob wir da die Glaubenskrieger rufen können. Ich glaube nicht. Aber unsere Huskarle, da müssen wir mal schauen. Vielleicht ist unser Balder ja so geschickt, zu überlegen, ob er seine gesamte Armee ausheben muss, denn vielleicht braucht er auch nur so 4.000, 5.000 Mann, kann damit noch etwas Geld sparen und kann vielleicht dann diesen Krieg tatsächlich gestalten, wenn er denn dann auch entschieden hat, was hier das sinnvollste Kriegsziel ist. Also, der Frühling steht vor der Tür und Ansprüche sind da, die durchgesetzt werden wollen und das werden wir uns dann in der nächsten Folge anschauen. Ich freue mich drauf, wenn ihr dann auch in der nächsten Folge wieder mit am Start seid. Und dann mit dabei seid. Bis dahin macht's gut, euer Henri.